Hallo und herzlich willkommen zu einer schönen sommerlichen Ausgabe von Tim trifft. Heute bin ich mit Flocke verabredet, dem jungen Eisbärstar des Tierparks Nürnberg. Passend zum Sommer. Du bist dabei. Ein Tag im Tierpark ist immer schön. Da ich noch kein Bärisch kann, brauche ich Unterstützung, um für dich echte Insider-Infos über Flocke zu bekommen und bin mit Herrn Kohl, Zoodirektor Mägdefrau, verabredet. Wow! Hallo. Ja. Hallo Tim. Hallo, grüß dich. Wie geht's? Danke, gut selber? Auch danke. Mach mal, auf geht's zur Flocke, oder? Schön, ich freue mich. Dann sehen wir im Nu dem Gnu beim Fressen zu. Die Eisbären und die Pinguine, Seelöwen, sogar Delfine haben ihren Spaß beim Spielen kühlen nass. Ja, so ein Tag im Tierpark ist immer schön, dürft nie vergehen. Ein Tierparktag, wie ich ihn mag. So ein Tag im Zoo macht alle froh. Okay, jetzt sind wir da. Man sieht ja schon, die Leute drängeln sich. Also hier sind wir ganz in der Nähe von Flocke und jetzt können wir mal direkt dann zu ihr dann auch ins Gehege schauen. Darf ich da vielleicht mit einem Pfleger sprechen? Das können wir schon arrangieren. Das ist klasse. Ist super schön, dürft nie vergehen. Ein Tierparktag, die Zähne stark. So ein Tag im Zoo, macht alle froh. Hallo, Sie sind der Herr Mausner. Hallo, ich bin der Horst. Lass mir das Sie weg. Ist alles besser klar, ich bin der Tim. Ich bin der Horst. Das ist nett. Komm mal, der Horst ist unser Flocke-Papa. Du bist einer von den Papas von Flocke. Einer von den vier. Also, die Flocke hat noch drei andere. Also ihr seid ein Quartett? Ja, wir sind zu viert. Und wieso? Weil wir das nicht so machen wollen wie die Herren in Berlin. Mit dem Knut oder mit dem Herrn Dörflein. Vor den Kollegen Hut ab. Aber ihr wollt nicht, dass Flocke so sehr von den Menschen abhängig ist? Genau, das ist das Ziel, darum sind wir auch zu viert. Auch wenn ihr Flocke jetzt nicht so sehr auf einen Menschen prägen wollt, habt ihr trotzdem engen Kontakt. Da kommt ihr zu Berührungen, zu Prankenklaps sozusagen. Ja. Wann wird sowas ein gefährlicher Hieb? Das ist eine sehr gute Frage, die ich sehr gerne beantworten, auch an die Leute auf dem Markt. Jetzt fangen wir an, die Flocke von uns zu entwöhnen. Und zudem müssen wir jetzt schon aufpassen, dass wir keine abkriegen. Wie wird man eigentlich Tierpfleger? Bei mir war es zu Zufall, einfach, das hat sich so ergeben. Also man muss nicht irgendeine gezielte Ausbildung machen, sondern gibt es ja, manchmal? Ja, gezielte Ausbildung muss man machen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ist das ein Traumjob? Ja, das war er schon immer und das ist er noch heute. Der echte Vater von Flocke heißt ja Felix und die Mama Vera, wo kommen denn die her? Die Vera kommt aus Moskau und unser Eisbärenpapa Felix ist ein Wiener. Ein Wiener. Ist der in Wien im Zoo groß geworden? Ja. Und die Mama ist gefangen Moskau. Worden? Die Mama, ihre Mama, das war ein Wildfang. Ach so, also quasi die Großmutter von ja, der Flocke. Ja, kann man sagen, die Großmutter, ja. Wir sind alte Flocke-Fans und ich schaue auch immer die Sendung hier aus dem Tiergarten. Du bist viel in der frischen Luft, da kannst du dich nicht beklagen. Ja, Sommer wie Winter, ja. Macht auch im Winter Spaß. Ja, weil Frost, der macht Spaß. Na, Mann. Der Flocke besonders, oder? Ja, die fühlt sich wohl, also der kann es nicht kalt genug sein. Ist das jetzt im Sommer ein Problem? Ja, für die Flocke enorm. Also das Wetter also macht der Flocke zu schaffen. Aber ich habe vorhin gesehen, wie ihr Vera so einen Eiscocktail reingeschmissen habt. Säurenkühl. Wieso heißt denn der eigentlich einfach Weißbär? Heißt ja auch Braunbär. Richtig heißt der, glaube ich, Ursus Maritimus, Bär vom Meer. Ganz schlau. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Eisbären und dem Braunbären? Kann man das so pauschal sagen? Pauschal nicht, die Gegenteil, wo der Braunbär herkommt und der Eisbär. Aber die Flocke ist ja manchmal auch fast ein Braunbär, wenn sie nämlich so im Dreck wälzt. Ich muss jetzt zur Flocke, die braucht ihr Eisbombe. Dann gehen wir einfach zusammen, würde ich sagen. Ja. Warte, ich muss mal schnell holen. Also wir sind jetzt sozusagen im Kinderzimmer von der Flocke. Ja, wir sind im Kinderzimmer und im Schlafzimmer. Oh! Was kriegt sie da jetzt? Also das ist der Flocke ihr großer Schnuller. Aha. Da die Flocke die Flasche nicht mehr kriegt und den Alter bei 500, die Flocke noch bei der Mama säugen, können wir nicht mehr, es ist zu gefährlich. Nom, 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 nom. Bon Appetit. Hast wieder erwischt, findest du toll. So. Was gebe ich Ihnen da jetzt? Leber dran, Fisch, Leber dran, den braun die Eisbären, bitteschön. Also es ist gesund für die, aber auch eine Leckerei. Ja genau, das ist eine Leckerei. Ja. Und wie gebe ich Ihnen das jetzt? Finger weg. Noch ist die Hand dran. Okay. Die Leber dran legt jetzt das erste Mal ab, oder? Ja genau, perfekt. Das ist wie für uns eine Torte oder ein anderes Gebäck, wo wir gerne essen. Es ist wie für die Flocke der Leberdraum. Ich habe euch vorhin schon mal gefilmt. Vielleicht kannst du einfach was dazu sagen.